mit so vielen Tönen oder mit sehr vielen Tönen, da kriegt man heute eine Weltkarriere mitgebacken. Ja? Zum Beispiel von meiner Lieblingspopsängerin, können Sie sehen, hier kennen Sie die Whitney Houston. Ja, die kennen Sie doch, oder? Ja, nee, die ist leider ist schon so früh verstorben. Nein, die ist weit nicht mehr unter uns, will sagen, sie singt eine Oktave höher. Aber wahrscheinlich genauso schön wie auf Erden. Ja, also wenn die angefangen hat, oh, ich verehre die bis in die tiefsten Gründe meiner badischen Seele. Wirklich, das ist so eine tolle Frau. Wenn die angefangen hat zu singen, habe ich solche Gänsebockeln gekriegt. Aber so, ja. Oh, gut, sie hat ein Problem gehabt oder auch zwei. Probleme habe ich auch. Bei mir guckt bloß keiner hin. Aber die, die hat sogar Weltgeschichte geschrieben mit Problemen, meine ich. Sie kennen doch alle diesen berühmten Satz. Ja, hier. Husten, wir haben ein Problem. Ja, und was die für ein Problem hatte, du. Also wirklich, ich will jetzt nicht, ich bin Sängerin, ich höre natürlich mit anderen Augen hin. Ja, also ist klar. Ja. Aber ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, wie viele Töne die eigentlich sind? Bis die überhaupt mal anfängt zu singen. Also bis die an ihrem Anfang angekommen ist, ja. Also das ist unglaublich. Eiert darum um den Anfangston, das ist brutal, du kannst kaum aushalten, ja. Also die Typ, das kommt mir allzu vor, als ob sie was suchen täte. Ja? Also wie so ein Huhn, weißt du, wie so ein Huhn, was nach den Körner blickt. So sucht die nach ihren Tönen, ja, bis die angekommen ist bei ihrem allerersten wirklich erkennbaren Ton von ihrem Welthit, ja, von ihrem I will always love you. Da bist du wirklich selber zum Huhn geworden. Just stay here. I won't only